Und die Litauer machen auch bei diesem Finale den ersten Schritt auf das Parkett in Karlsruhe. Andrius und Egle Kandelis haben es von den 16 Paaren ins Finale geschafft. Bei der Weltmeisterschaft in Leipzig am vergangenen Samstag wurden sie Elfte. Vertreten hier im Finale die Ungarn Mauricio Veskovo und Melinda Törökgyörgy, die hier leider nicht nach Karlsruhe kommen konnten. Und so bekommen die Litauer eine Chance, in diesem starken Finale der Top 6 Paare der Weltmeisterschaft mitzutanzen. Mit der Startnummer 2 gehen die russischen Meister ins tänzerische Rennen. Denis Kuznetsov und Maria Tschaptaschwili. Erst seit 2 Jahren tanzen die beiden Russen zusammen, hatten in Deutschland damals ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Heute gehören sie nicht zu den Top-Favoriten um die Podiumsplätze, aber waren von vornherein sichere Kandidaten für das Finale, denn in Leipzig wurden sie Sechste und durften das Weltmeisterschaftsfinale ja mittanzen. Mit der Nummer 6, eines der ganz großen Paare bei den Lateinamerikanern, Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova. Sie haben ein tolles Jahr erlebt, sich in der Weltspitze mehr als etabliert. Bei der Weltmeisterschaft in Leipzig kamen sie auf den 2. Platz und werden nach dem Abtritt von Formica Nigivorova ins Profilager die neue Nummer 1 werden. Souverän auf 1 werden sie allerdings nicht sein, denn da mischen schon noch ein paar andere Paare mit und so müssen sie gerade jetzt das Beste aus sich herausholen. Die große Konkurrenz für Kongsdahl Vranova kommt ja schon aus dem eigenen Land. Peter Stockebrö und seine Partnerin und Ehefrau Christina Jule Stockebrö. Bei der Weltmeisterschaft kamen sie überraschend auf den 3. Platz und gewannen die Bronzemedaille. Damit waren zum ersten Mal 2 dänische Paare auf dem Siegerpodest. Heute müssen sie beweisen, dass dies keine Eintagsfliege war. Gerade bei Peter und Christina kommt es da auf die Tagesform an. Und sie waren die großen Enttäuschten der Weltmeisterschaft. Eugene Katsevman und Maria Manosova, beide kommen ursprünglich aus der Ukraine, starten aber für Amerika, wo sie seit 1993 leben. Sie hatten eher auf Silber gehofft bei der Weltmeisterschaft. Der 4. Platz war ein Schock und so wollen sie dieses Ergebnis heute wieder gerade machen. Und Franco Formica und Oksana Nigivorova sind das letzte Paar in diesem Finale. Ulf Kamke hat ihnen die beiden sympathischen Athleten ja schon näher gebracht. Noch 2 Turniere werden Oksana und Franco bei den Amateuren absolvieren. Dieses hier in Karlsruhe und das Finale in Essen. Danach wechseln sie ins Profilager. Und das als dreifache Weltmeister. Das ist eine einmalige Visitenkarte, die aber keine Garantie für weitere Siege ist. Sie wollen und werden sich wieder an die Spitze tanzen. Denn sie bringen viel Talent mit und die Gabe nicht nur für sich, sondern für das Publikum zu tanzen. Und auch das war ein langer Prozess, vor allem für den eigenwilligen Franco Formica. Jetzt wissen wir alle Details über die Tänzer, die uns hier in den nächsten Minuten erwarten. Das Publikum in der DM-Arena ist gespannt, welches Feuer die Tänzer auf dem Parkett entfachen werden. Als erstes in der Samba, wie gehabt, 2 Tänzer auf dem Parkett. Und gleich das Duell, Dänemark gegen Amerika, die 2. der Weltmeisterschaft gegen die 4. hier im Bild. Eugene Katsevman, Maria Manosova und auch Klaus Kongsdahl und Viktoria Franova sind auf dem heißen Parkett in Karlsruhe. Thank you.
bei den Amerikanern hat man gesehen, wie hochmotiviert die getanzt haben, wobei ich gerade das Kleid von Maria Manosova ein bisschen unvorteilhaft finde, aber dennoch ein guter Vergleich zwischen den Amerikanern und den dänischen Meistern hier im Bild. Zweite Gruppe, Frankofonica, Oksana Nikiforova und Andrius und Egle Kandelis. Für die Litauer gegen Oksana und Franco zu tanzen, gerade in der Samba, wo so viel Lebensgefühl herübergebracht werden soll. Und es ist schon toll zu sehen, wie die beiden sich verkaufen. Nach den großen Erfolgen können sie natürlich locker auftanzen, dreimal Weltmeister. Das hat kein Paar vor ihnen geschafft. O Samba heißt ja auf Portugiesisch, Brasilianisch generell der Tanz. Charakteristische Bewegungen der Samba sind ja die Zickzack-Schritte, die Samba-Rolle und eine gut getanzte Samba bringt dynamische Lebenslust zum Ausdruck. Das wollen wir jetzt sehen von Peter Stockebrühl und Christina Jul Stockebrühl sowie Dennis Kuznetsov und Maria Chattaschwili. Un tapeo y unas cañas, las barbas repicarán. Un tapeo y unas cañas y las guitarras reventarán. Cacao, azúcar, canela y ron. Bendice a Dios mi corazón. Cacao, azúcar, canela y ron. En el Caribe se baila el sol. Es mejor bailar el sol, con cadencia y con sabor. Es mejor bailar el sol. Le pica del bongo, suave mueve la cintura, goza y deja de llevar, suave mueve la cintura, no pienses en nada. Der erste Tanz der Amateure traditionell wie Samba und bewusst haben wir ihnen die Dänen Peter Stockebrühl und Christina Jul Stockebrühl am häufigsten gezeigt, um einen direkten Vergleich herzustellen zu den Amerikanern, die mir persönlich besser gefallen haben, aber die Wertungsrichter sehen es anders. Das Ergebnis so wie bei der Weltmeisterschaft 1, 2, 3, 4, also die Dänen vor Amerika, aber das kann sich in den vier folgenden Tänzen wie hier beim Cha-Cha-Cha ja noch ändern. Erste Gruppe, die Litauer, Kandelis und Klaus Gongstall und Viktoria Frantova. Von Cher und dazu die Vize-Weltmeister Klaus Kongstahl und Viktoria Franova. Der Cha-Cha ist ein flotter Tanz mit vielen flinken Beinaktionen, bei dem es darauf ankommt, dass er nicht hektisch,
oder hastig getanzt wird, sondern locker und spielerisch. Bei diesem Tanz darf geflirtet und vor allem kokettiert werden. Und das wollen wir jetzt sehen bei Franco und Oksana und bei Peter und Christina Stockefeld. Für Augen und Ohren, Tom Jones und Sexbomb und die passenden Damen auf dem Parkett in der DM Arena. Und dazu das Ergebnis: Formica vor Katzelfmann Manosova, die Amerikaner jetzt deutlich vor beiden Dänen und auf dem letzten Platz die Litauer. Der nächste Tanz, es wird gefühlvoll romantisch. Wir sehen es eingeblendet, Rumba-Time. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you were the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, it never seems alright before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the Andreas und Egle Kandelis aus Litauen bewundern und auch Eugene Katzefmann und Maria Manosova. Nach den beiden schnellen Bewegungstänzen Samba und Cha-Cha folgt der Höhepunkt der Ruhe und Ausdruckskraft, nämlich die Rumba. Beim Einzeltänzer bildet die rotierende Hüftbewegung das Grundmuster. In der Paarbeziehung ist das gekonnte und überzeugende Rollenspiel entscheidend. Und das können diese beiden perfekt. Franco und Oksana. Und Oksana, Niki Borova, es gibt keine bessere Rumba in der Szene. Und die wird sich auch bei den Profis durchsetzen, da bin ich ganz sicher. Blick aufs Ergebnis nach der Rumba. Formica vor wieder den Dänen. Kongstall und Stockebrö vor den Amerikanern. Das wird ganz eng in den letzten zwei Tänzen. Und da bleiben noch Pasadoble und Jive. Und mit dem Spanischen beginnen wir. Auf dem Parkett die Vize-Weltmeister Kongstal Vranova und die Russen Kuznetsov Chaptashvili.
Pasodoble, wie im Standardprogramm, der dem langsam Walzer folgende Tango ein Wechsel in Körperhaltung und Muskeltonus erfordert. So verlangt auch der Pasodoble nach dem Rumba vom Tanzpaar eine grundlegende Änderung in körperlicher, aber natürlich auch in seelischer Hinsicht, um sich auf diesen Kampftanz einzustellen. Hier mit den Amerikanern Eugene Katzefmann und Maria Manasova und Franco Formiger und Oksana Nikiforova. Amerikaner nur kurz gesehen haben, haben die beiden den Charakter hervorragend hervorgestellt für den Pasodoble. Natürlich Oksana und Franco am besten, deshalb Platz 1, Kongstal Franova auf 2 und die Amerikaner Katzefmann Manasova verdient vor den Stockeblöds. Die Entscheidung fällt im letzten Tanz und das ist der Jive. Und da haben wir beide Kontrahenten gleich zusammen auf dem Parkett. Peter Stockebrühl und Christina Jules Stockebrühl und Katzefmann Manasova. Auch für die Wertungsrichter die Möglichkeit zum direkten Vergleich zur Entscheidung um Platz 3. Im gesamten Turniertanzen gibt es keinen so krassen Wechsel der inneren Einstellung wie den zwischen Pasodoble und Jive. Tanzt man den Pasodoble hoch aufgerichtet mit fast durchgedrückten Knien, steht man nun plötzlich mit den Knien wippen mit etwas vorgenanntem Oberkörper auf der Tanzfläche. Die Paarbeziehung ist wichtig, wie in der Rumba, aber weniger durch Erotik als durch Dynamik beim Jive. Und das können die zwei wiederum auch in Perfektion. Des Turniers haben es auch musikalisch ausgedrückt. Have some fun tonight. Ich bin mir sicher, die Tänzer auf dem Parkett, die Zuschauer in der Halle und auch Sie zu Hause hatten das Spaß. Have some fun tonight. Der Titel des letzten Jives bei der ARD Masterskala in Karlsruhe, der die Entscheidung um Platz 1, 2, 3 und 4 bringen muss. Vorher sahen wir ja die Amerikaner gegen die Dänen und da haben mir die Amerikaner Manasova und Katzefmann einen Tick besser gefallen und das sahen auch die Wertungsrichter so. Der Sieg damit für Franco und Oksana vor Kongstal Franova und den Amerikanern Katzefmann Manasova. Die Weltmeisterschaftsdritten Stockebrühl auf Rang 4
und dahinter die Russen und die Litauer. Die dreimaligen Welt